So, Bruder, schön, dass ich dich mal zu sehen kriege, dass du nicht den ganzen Tag hier bei Twitch rumhängst, den ganzen Tag nur vom Computer. Es war auch echt schwer aufzustehen und von dem Computer wegzugehen. Ja. Sag mal, was machst du? Ein bisschen Sport? Ja, ich hab den Tag schon Bock gerade so, aber du hast mich gezwungen und wir gehen jetzt. Bizeps, Trizeps, hast du Bock? Ja. Ja, Trizeps. Ja, genau. Ey, scheiße, Alter. Ich kann doch neben ihm keine Beine trainieren. Der rastet doch immer voll aus. Scheiße, er guckt schon so. Ja, ja. Bizeps, Trizeps. Ja. Bizeps, Trizeps. Okay. Ah, so, Elis, guck mal, da reicht jetzt hier langsam. Den ganzen Tag sitzt du da bei Twitch, trinkst du da die ganze Zeit deine Energy-Getränke. Ja. Das wird mal jetzt Zeit, dass du mal ein bisschen Eiweiß zu dir nimmst, ein bisschen pumpst. Und jetzt auch mal ein bisschen was wieder auf die Rippen. Oder ey Mann, der erzählt mir irgendwas von Testosteron und da und Bizeps, Trizeps. Aber ich weiß es doch. Ich kann aber... Oh, fuck. Das kann ich dir nicht erlauben als großer Fan von ihm. Was trainieren wir denn heute? Was glaubst du, was wir trainieren, Junge? Was, Waden? Nein, auf gar keinen Fall Waden. Ja, was glaubst du? Also Kniebeuge? Nein, nein. Nee, Junge. Bizeps, Trizeps. Bizeps, komm, Junge. Ich steh auch. Okay. Bizeps, Trizeps. Scheiße, Mann. Hey, ich verstehe nicht, aber müssen wir uns nicht erst aufwärmen oder so? Was für aufwärmen? Junge, wofür ist hier die Heizung? Komm, jetzt setz dich hin und auf mit dir. Aber ich kann mir was zerren oder so. Damit es nicht... Hör mal, du hast hier nichts gelernt hier. Okay, dann. Aber was, wenn ich mir was zerren oder so? Komm, Junge, leg los, Junge. Sehr schön. Okay, der ist... Kann ich endlich meine Waden trainieren? Oh, endlich. Oh, hell. Ey, Farid, ja? Ich mach Nacken. Nein, nein, das ist für den Nacken. Ja, sehr gut, das ist wichtig. Ja. Die Übung ist sehr gut. Weißt du, du hast ja gesagt, ich muss besseren Nacken bekommen. Das ist auch zum Stiernacken gemacht. Ja, genau. Siehst du, ey, das freut mich echt, dass du Fortschritte machst. Auf jeden Fall, ich bin echt natürlich stolz auf dich. Danke. Wirklich, so einen guten Schüler hatte ich lange nicht mehr hier im Schüler. Ja, ich weiß, ich bin auch echt dabei. Ach, scheiße, Mann. Wie soll ich Beine trainieren, Mann? Der ist die ganze Zeit hier irgendwo. Komm, Elis, du bist dran. Genau, richtig. Schön hier auch ein bisschen was aus der Hüfte und aus dem unteren Rücken. Da hast du noch viel Kraft. Genau, richtig, Junge. Jetzt lernst du das. Also wenn es nicht mehr geht, dann noch ein bisschen so, ja, schön aus der Hüfte, aus dem unteren Rücken, da ist noch viel Kraft zu holen. Fühlen sich die Leute nicht unwohl, wenn... Ey, pass auf, wenn du das ich dachte das einmal, aber hast verstanden? Du kannst doch nicht immer nicht in die Fresse ab. Mach jetzt das Gewicht hier auf, Junge, was ist los mit dir? Okay, Mann, aber regst mich langsam auf, Alter. Aber das ist kein RP hier. Also muss ich dann auch immer so schreien und so bei jedem wieder stehen, Junge. Eins! Richtig. Zwei! Siehst du, langsam merkst du das? Ich merk schon, das ist viel. Auch jetzt aus der Hüfte, einfach. Richtig. Siehst du? Ist das zu schwer? Was ist denn das zu schwer? Guck mal, spinnst du jetzt hier, oder was? Warum? Ich muss den. Ja, komm, mach dir jetzt hier Bizeps rein. Warte mal, ich spinnst was von denen, Junge. Mahmoud, der kann sich bei sowas reißen, habe ich gelesen. McFit-Mitarbeiter sagen das alle. Mach. Mit wem bin ich hier zum Training gekommen? Ich hab, sag nur, was diese mit. Sie sehen zwar auch so halb so schwer aus. Guck mal, Junge, jetzt mal Gewichte hier drauf. Ja, okay. Komm, bring mir mal ein paar Gewichte da. Okay. Alter, geil, jetzt kann ich endlich meine Kniebeugen machen. Endlich. Eins. Oh, zwei. Farid, Schulter, weißt du? Für. Dass man richtig auch ein bisschen mehr pumpt in den Schultern. Oh, das sah eben richtig komisch aus. Warum hast du die denn auf den Nacken abgelegt? Weil wenn ich die so trainiere, dann geht's ein bisschen auf Beine, weißt du? Okay. Alles gut. Also alles gut. Jetzt hast du gesagt das hier, ne? Jetzt machen wir weiter Bizeps, ne? Aber wir haben keine spezielle Stange für... Okay, schau dich mal um. Siehst du die Stange? Die vielleicht? Ne, haben wir ja eben schon gemacht. Haben wir gemacht. Siehst du die? Ja. Das können wir ja nicht nehmen, das ist ja extra für... Brust.
Wieso kann man das nicht nehmen? Ja, weil das ja extra für Brust ist. Was geht das hier? Also dann nimmst du das, dann legst du los. Das ist aber viel zu viel, das sind 30 Kilo oder so. Das ist schon warm, machst du dich erstmal ein bisschen warm? Ja, wir verstoßen gegen jede Regel im Fitnessstudio. Ja, aber das ist auch nicht schlimm, wenn die wackeln. Also wenn du das Gleichgewicht so oder so, das ist auch gut. Das ist die Fahrt eine Seite mehr. Was mit den Steckern? Die Stecker, die das kann runterfallen. Was? Die Stecker, weil das fällt das runter? Aber es könnte theoretisch runterfallen, wenn jemand nicht verletzt. Komm her, Junge, du hängst da den ganzen Tag hier. Vom RP in GTA. Ey Mann, du machst voll falsches Training in McFit. Haben die Trainer mir das anders beigebracht? Die sind jetzt hier nicht bei McFit. Die waren auch komischerweise nur im halben Gewicht von mir, die Trainer von McFit. Die haben gesagt, dass ich so und so trainieren muss. Ich nehme ein halbes Gewicht von dir, weil dann war da ein Drittel von meinem Gewicht. Funhouse active. King of the palace. Rubber like Malcolm. Ball up fist in the air to the flashlight. Yeah. Hands up in the air, they gun me down. I keep it 100, they crunching the numbers, I'm young out. Young hitter, got a fetish for success. If I ain't next, then I just leave impression. Next to rain on the window pane, puffin' plain Jane. Let him second guess me, wanna cop the Porsche with the Porsche to skin. Rip the wheels, let the horse into spits. Why they trash at the chore on my list? Out of the sword, but I saw with the pen. I'm eating good, Miss Caloric is lit. I sipped the potion and ported it. Boah, endlich ist er weg und ich kann in Ruhe Waden trainieren. Und das Wichtigste beim Training ist natürlich auch, dass ihr den Unterkörper nicht vergisst, Leute. Das ist immer wichtig und wir fangen jetzt mit dem Waden an, Leute. Jeden Tag ein paar Beinigungen schaden.